Hinlegen! Du mir Scherf! Sechsmal, hier Torfeld. Ich höre. Oh, was ist das? Sehr kritisch, sehr kritisch! Uns geht's gut. Du kannst dich jetzt schon drauf freuen, zu der ganzen Räuberbande zurückzukommen. Ich weiß, dass ihr zurzeit viel auf Patrouille seid und dass ich euch viel abverlange. Aber wir müssen weiterhin Präsenz zeigen. Wann kommt Papa nach Hause? In 3 Monaten ist er wieder da. Das ist nicht mehr so lang. Get down! Get down! Sit down! Halten wir uns mal an die Fakten. Ich bin der, der einen meiner 21-jährigen Jungs verloren hat. Der ist vor meinen Augen verblutet. Das macht keinen Sinn! Schon richtig, dass ihr tagsüber auf den Dörfern auf Patrouille seid, aber dann kommen die Taliban eben nachts. Jetzt wollen sie, dass er an ihrer Seite kämpft, sonst bringen sie seine Familie um. Wir müssen hier raus! Verdammt, nun mach schon! Konnten Sie ausschließen, dass sich in Gebäude 6 Zivilpersonen befanden? Ich hatte eine Meldung, dass sich der Feind dort befindet und reagierte drauf. Es waren Frauen und Kinder. Es war meine Entscheidung. Ich kann doch nicht den Männern die Schuld geben. Kann ja sein, dass du 8 Kinder umgebracht hast, aber hier hast du 3 Kinder, die leben! Entschuldigung.